Ich finde, ich habe den besten. Anja Kling gerät ins Strahlen, als sie von ihrem Liebsten spricht. Seit 2015 ist die Schauspielerin mit Oliver Haas liiert, seit 2018 verheiratet. Nach fast 10 Jahren Beziehung hat sich die Liebe verändert. Natürlich ist man am Anfang total voller Schmetterlinge und aufgeregt. Ich gebe zu, ich bin jetzt nicht mehr jeden Morgen aufgeregt, aber die Liebe wird, also sie wird nicht weniger, sie kriegt nur eine andere Form. Anja Kling gehört zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen Deutschlands. Die Berlinale ist für sie daher Heimspiel. Die Liebe zur Filmbranche ist auch etwas, das sie mit ihrem Partner verbindet. Wir kommen beide vom Set. Mein Mann war hinter der Kamera 35 Jahre, ich vor der Kamera 35 Jahre. Wir ergänzen uns in unserer Art, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, was ich ganz gut kann, ist nicht so seins. Und was ich nicht mag, macht er super. Und insofern sind wir einfach ein Spitzenteam. Humor und Toleranz haben in ihrer Beziehung einen hohen Stellenwert. Daneben sind es aber auch noch andere Eigenschaften, die das Zusammenleben so gut funktionieren lassen. Wir nennen uns immer Herr Excel und Frau Zettel und er ist so ein, macht das alles so exakt immer. Ich bin mehr so die Kommunikative. Tja, bei diesen beiden trifft das Sprichwort auf jeden Fall zu. Gegensätze ziehen sich an.